darum lass dir keine grauen Haare wachsen, denn wir ein bisschen leicht sind. Hochkultur, so lautet eine sommerliche Konzertreihe in Zell am See. 2008 kam die Veranstaltung erstmals in die Bergstadt. Bei einer Reise entdeckte ich Zell und mir war sofort klar, dass es für eine kulturelle Veranstaltung der ideale Ort ist. Ich sprach mit dem Tourismusverband, er war wirklich sehr, sehr kooperativ und damit begann eigentlich die Hochkultur 2008. Im dritten Veranstaltungsjahr wurde der Titel Hochkultur mit Tiefgang gewählt. Weil die Hochkultur an und für sich schon dafür spricht, dass es hochwertig ist und auf dem Berg ist. Ja? Und wir haben gesagt, einerseits wollten wir die Kombination aus Stadt und Berg verbinden, auf der anderen Seite auch zeigen, dass jede unserer Gruppe sich sehr mit ihrem Genre beschäftigt und daher mit Tiefgang, das heißt mit großer Beschäftigung, mit Leidenschaft, mit Herz und mit Seele. Schauplatz ist die Schmittenhöhe und das Ferry Borsche Kongresscenter in Zell am See, wo auch der Eröffnungsabend stattfand. Die Vienna Harmonists brachten dem Publikum die Geschichte des weltberühmten Berliner Ensembles Comedy Harmonists auf humorvolle wie berührende Weise, vor allem aber auf höchstem musikalischem Niveau näher. Der fiel soeben runter, was halten Sie davon? Der fiel mir aufs Gesicht, ob's glauben oder nicht. Jetzt weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Bewahren Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo. Holleri, holleri, hollero. Die Vienna Harmonists, das sind die Sänger Gerhard Reiterer, Gernot Heinrich, Bernd Hemedinger, Georg Lehner, Ronald Seeboth sowie Michael Roth am Klavier. Sie begeistern mit ihrem Programm bereits seit vielen Jahren das Publikum. Ja, wir erzählen die Geschichte der Comedian Harmonists, die sehr kurz ist. Die Gruppe hat nur wenige Jahre existiert aufgrund der politischen Lage, aber mit einem Erfolg, der mit späteren Gruppen wie den Beatles durchaus vergleichbar ist für die damalige Zeit. Wirklich unglaubliche Erfolge eingefahren. Wenn ich auf längere Zeit dir im Herzen wohne, dann reicht die Seligkeit schon bis zu mir. Eins, zwei, drei und vier, glücklich bin ich mit dir. So eins, das einmal eins bei mir. Zusammen mit den positiven Liedern ist diese keineswegs so positive Geschichte dahinter eine sehr spannende Sache, die dann immer wieder aufgelöst wird von den positiven Liedern. Und dieses Spannungsfeld macht, glaube ich, sehr viel aus für die Begeisterung, die dann entstehen kann. Für mich ist das eine enorme Herausforderung. Ich singe hauptsächlich Oper, Lied, Oratorium, aber das ist immer wieder eine enorme Freude für uns, weil es also um nichts leichter ist zu singen als eine schwierige Opernpartie oder ein schwieriger Liederabend. Man muss also dermaßen präsent sein und dermaßen genau singen. Man kann sich eigentlich fast mehr leisten in einem Sololiederabend, wo ich viel mehr Freiheiten habe, als eben fünf Sänger zum selben Zeitpunkt in einer Harmonie. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Aber eine hervorragende Sache, weil man eben, wenn dieser Klang entsteht und wenn diese Einheit entsteht, man in einen Flow kommt und wirklich getragen wird von dem Humor und von der Musik. Kommst du nicht bald, mein Schatz? Brauch ich Gewalt, mein Schatz? Ich mach erst halt, mein Schatz, wenn du mich küsst. Also es ist immer sehr bewegend, wenn man nach dem Konzert oder auch im Publikum selber spürt, wie plötzlich bei dem Schicksalsbruch der Comedian Harmonists, den sie erleiden durch das NS-Regime, das dann verboten hat, dass diese Gruppe weiter existiert. Wenn wir diesen Punkt in dieser Geschichte erzählen, spürt man förmlich im Publikum, dass also da eisernes Schweigen herrscht und alle mitbekommen, was hier in Wahrheit passiert ist. Lebe wohl, gute Reise und denk an mich. Aber die Comedian Harmonists haben etwas kreiert, das nicht untergehen wird. Es ist immer aktuell, weil es eigentlich keinen Zeitbezug hat, sondern weil es sich auf die Lebenssituation der Menschen bezieht und weil es fröhlich und positiv ist, etwas, was Menschen immer gerne hören wollen. Wie wir immer gesehen haben, wenn wir auf Deutschland oder in Österreich auf Tourneen waren, es ist erstaunlich, also wirklich vom Kleinkind bis zur Oma, man spricht alle an.
Bei ihrem Auftritt auf der Bühne des Ferry Porsche Congress Center zogen die Vienna Harmonists alle Register ihres Könnens. Der musikalische Hochgenuss des Ensembles wurde mit Standing Ovations bedankt. Der gelungene Auftakt der Hochkultur mit Tiefgang freut besonders die Mitveranstalter. Grundsätzlich freut es uns ganz besonders, dass jetzt die Hochkultur wieder hier zu Gast ist, in Zell am See, im Tal, aber ganz besonders auf der Schmieden, drum am Berg. Und natürlich die Assoziation ist Kultur, kulturelle Veranstaltungen zu uns auf den Berg hinaufzubringen. Und haben als besondere Attraktion jetzt auch eine Naturbühne geschaffen, damit auch die Hochkultur, aber auch andere Veranstaltungen droben immer wieder zu Gast sein können und dann droben hoffe ich doch ein fixes Zuhause finden. Diese neue Naturbühne auf der Schmittenhöhe wurde mit Hochkulturkonzerten seiner Bestimmung übergeben. Unter anderem von der Bürgermusik Zell am See, die den Besuchern einen musikalischen Hochgenuss, umgeben vom herrlichen Panorama rund um den schönsten Aussichtsberg Österreichs, boten. Nicht nur die Naturbühne wurde im Rahmen der Hochkultur mit Tiefgang auf der Schmittenhöhe aus der Taufe gehoben. Aber mehr darüber in der nächsten Ausgabe von Zell am See Kaprun TV.